Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Schnappt euch einen Kaffee, macht's euch gemütlich. Es wird wieder Zeit für das Monta Hunter World Tagebuch. Und ich muss erstmal auf ein paar Kommentare eingehen, die ich bei YouTube gelesen habe, auch bei Facebook und auch, ja, überall halt. Bei YouTube, da haben sich die Leute aufgeregt, dass ich Monta Hunter gesagt habe. Nun, zum Beispiel der Tobi, der sagte, meine Frau kam ins Wohnzimmer und fragte mich, hat der einen Sprachfehler? Denn ich finde es gut, Menschen mit Beeinträchtigung zu fördern. Meine Antwort, nee, der versucht nur witzig zu sein. Sie ganz nüchtern, echt nicht lustig. Und ging wieder. Punkt, Punkt, Punkt. Nun, lieber Tobi, ich finde es nicht gut, dass du dich über Menschen mit Beeinträchtigung so in den Kommentaren lustig machst. Das geht mir sehr zu Herzen. Ne? Und dann habe ich noch bei Tim oder einem von Tim auf meiner Facebook-Fanpage Hinweise bekommen. Ne? Waffen haben eine gewisse Schärfe, die kann man mit einem Wetzstein wieder scharf machen. Davon hat man endlos im Inventar. Monster kann man zerlegen, deswegen soll man die auch immer einsammeln. Die meisten Aktionen kann man nur ausführen, wenn man Waffe wegsteckt und so. Ne? Und meinen Raum in Astera besuchen, um da Training zu machen, um dann eben Angriff besser zu üben. Danke, Tim. Das sind alles sehr, sehr nützliche Tipps. Das mit dem Wetzstein habe ich mir gleich zu Herzen genommen. Das habe ich jetzt auch besser verstanden. Das mit dem Monster zerlegen mache ich natürlich auch, aber da ist mir aufgefallen, manchmal verschwinden die Monster. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen schneller sein. Ne? Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen gespielt. Ich habe den großen Jagra platt gemacht. Ich habe mir eine neue Ausrüstung besorgt. Ich habe hier neue Knochenbeine, beziehungsweise Beinkleid und diesen Knochenwams, und ich habe auch eine neue Knochenwaffe. Meine Lederausrüstung oben habe ich ein bisschen verbessert. Das habe ich alles beim Schmied gemacht, ne? Mit den Teilen, die ich gefunden habe. Jetzt gehen wir zu einer Quest, und zwar ich muss nimm Bandit mit Vogelhirn an. Da muss ich nämlich irgendwie so einen komischen Kula Yaku platt machen. Wir gehen vielleicht vorher, und das habe ich auch gelernt, ist sehr, sehr wichtig, vorher was essen in der Kantine, weil da gibt es dann quasi, das ist so Buffs, wo man dann sich was Leckeres holen kann. Und da sieht man zum Beispiel eine Ausdauer plus 25, Gemüsegericht, Gesundheit plus 4, mein Palico dann auch, Jägergericht. Nee, wir machen das Überraschungsgericht. Mal schauen, was dabei rumkommt. Das finde ich fantastisch. Katzen, die kochen. Ne? Da soll sich noch mal einer über Haar in der Suppe beschweren. Ich finde es so gut. Oh, das grantige Schnurren, das fertig ist. Das ist fantastisch. Super schön gemacht. Und ich finde es auch geil, wie so richtig wie in so einem Film. So. Bandit mit Vogelhirn, Zeitlimit 50 Minuten. Und da nehmen wir aus unserer Vorratstruhe natürlich alles mit. Was ist das denn hier? Wurfmesser. Oh, das habe ich noch gar nicht. Keine Ahnung, wie das funktioniert, ne? Ha! Da haben wir noch Fußspuren. Das ist super. Und umso mehr ich diese sammle, umso wichtiger, umso eher kann ich den dann auch finden, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Alte Fußspuren. Weil man steigt dann im Rang auf irgendwie von der Suche, und dann kann man noch leichter eben den Ukulele finden. Oh, da ist er ja! Krieg böse auf den Sack! Ich tue mir noch so ein bisschen schwer mit der Kamera, ne? Ihr merkt es vielleicht. So. Was macht denn jetzt? Da wollte er mir irgendwas draufschmeißen. Verdammt, jetzt habe ich mein Schild nicht rechtzeitig eingesetzt. Wow, shit. Okay, erholen. Der Ukulele, der steckt ganz schön ein. Wenn ein Monster wegrennt, dann halte dich. Jetzt haut er ab. Die führen dich direkt zu ihm. So, wir flitzen dem hinterher. Wir wetzen vielleicht gleich nochmal nach. Aber wir haben jetzt zum Glück unsere Leuchtkäfer hier, die schön den Weg weisen, wo der Kerl hin ist. Geht die zweite Phase vom Kampf.
Verdammt! Ah, das ist nicht gut. Jetzt muss ich dann vielleicht gleich mal einen Trank zu mir nehmen. Bin ich wieder benommen. Pinky, was machst du denn hier? Oh, shit! Mann, 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 das ist nicht gut. Jetzt muss ich mal kurz flüchten. So. Wo ist er? Ah, da hinten ist er. Fuck. Minimap mit der Defensive. Da muss ich definitiv noch dran arbeiten. Das ist mir bewusst, liebe Leute. Jetzt hat er schon wieder so einen scheiß Stein. Geil, jetzt habe ich diese Blitzdinger getroffen. Jetzt ist er benommen. Die Schweinepriestersau. Da sieht man es mal, seine Umgebung zu seinem Vorteil zu nutzen, ist ein sehr wichtiger Faktor. Das ist ja fantastisch, da kann ich jetzt reinhauen. Schau mal, das Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird es sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. Oh shit, schnell hinterher. Jetzt, Humperding. Jetzt. Ist mir wurscht, was da für andere Viecher sind. Oh, geil, was ist das denn jetzt? Das ist mir noch nie gelungen. Das ist ja grandios. Das ist ja fantastisch. Was wird das denn? Ja! Menschenskinder, ey. Aber wie geil war das denn, wo ich auf ihn so draufgesprungen bin? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich, weil er da unten stand und ich dann irgendwie automatisch gesprungen bin. Das fand ich fantastisch. Jetzt nehmen wir ihn hier noch aus, ne? Wir haben eine Minute Zeit. Mal schauen, ob wir noch irgendwas hier mitnehmen können. Ja, gut. Haben es im Endeffekt geschafft. Monster erlegt. Und somit müssten wir dann ein weiteres Lager aufbauen können, glaube ich. Jetzt gehen wir erstmal zurück und schauen uns das an und dann können wir mal in Expeditionsmodus gehen. Nehmen das alles mit. Wir reden mit der Wildexpertin, wo war die, die ist oben, ne? Ich liebe diese Welt, ernsthaft. Ich finde es super cool gemacht. Ich muss mich jetzt aber gleich, wenn wir auf die Puke-Puke-Jagd gehen, das werden wir schon noch machen, glaube ich. Ich verstehe auch noch nicht dieses Gutscheinsystem, wie das funktioniert, ne? Jetzt möchte ich aber erstmal schauen, dass wir vielleicht zum Schmied gehen und mal gucken, ob wir irgendwas machen können, was mir hilft im Kampf. Das Kulu-Set habe ich jetzt auch freigeschaltet anscheinend. Das finde ich ja ziemlich cool, die Kulu-Panzerung. Ich glaube, das wäre schon vielleicht gar nicht schlecht. Ich mache es jetzt einfach mal. Bam! Das finde ich immer ganz cool. Wir essen jetzt noch schnell was und dann gehen wir auf in diese... Das Jägergericht. Und dann machen wir uns auf den Peku Peku, Paki Paki. Ich weiß nicht. Den machen wir auf jeden Fall platt. Los geht's. Gut. Müssen wir schauen, dass wir irgendwo eine Spur finden, ne? Oh, jetzt regnet's an. Oh! Ah! Da haben wir genau den Typen, den ich nicht will. Der geistert nämlich auch die ganze Zeit hier rum. Und auf den habe ich tatsächlich sehr wenig Bock. Oh, da ist auch der Puke Puke gleich. Können die sich nicht gegenseitig aufs Maul geben? Boah, wie soll ich denn an den rankommen? Wow, immer hinten bleiben. Oh,
Oh, oh, jetzt hat er mich irgendwas mit irgendwas erwischt. Ich muss abhauen, ich muss abhauen. Ich muss vor allen Dingen Gegengift nehmen. Wo ist Gegengift? Habe ich kein Gegengift? Ich habe irgendwie Kräutermedizin zu mir genommen. Das ist ja wieder diese komische... Fuck. Wo ist er denn jetzt? Oh shit! Ich muss ihm hinterher. Der andere soll mich bloß in Ruhe lassen. Jetzt ist meine Klinge auch schon eine ganze Ecke stumpfer. Ich hab den Schwanz abgeschlagen, höre ich gerade. Wo ist der denn? Jetzt kommt er nochmal an hier. Will er nochmal Ärger? Oder das ist ein anderer? Nee. Das ist schon der. Wo ist er? Au! Habe ich ihn jetzt bekommen? Nee, habe ich nicht. Wo ist jetzt der blöde Puke Puke? So lang kann der doch gar nicht mehr. Jetzt kriegt er nochmal Saures. Ich würde gerne nochmal so aufspringen. Ja! Wunderbar! Ich habe ihn gekillt. Es macht schon Laune. Ich blicke, wie gesagt, immer noch nicht durch alle Finessen, aber ich komme doch irgendwie voran. Vielleicht tue ich mir schwerer als so manch anderer, aber ich finde es ganz in Ordnung bis jetzt und mir macht es Laune. Die Kämpfe sind echt intensiv, wenn er sich zurückzieht und dann merkt man auf einmal, man zieht noch andere Monster an. Ne? Mein Palico steigt auf. Ich würde jetzt tatsächlich gerne nochmal zum Schmied gehen und schauen, ob ich irgendwas krass neu machen kann, krass verbessern kann. Ausrüstung schmieden, was haben wir da? Waffen, was kann ich da machen? Ach so. Ich habe bis jetzt auch immer nur mit Schwert und Schild gespielt, obwohl ich gar nicht so viel das Schild einsetze, habe ich gemerkt. Vielleicht sollte ich lieber auf zwei Klingen gehen, weil zwei Klingen ist es schnell und ich kann ja trotzdem immer noch ausweichen. Muss ich mal überlegen, vielleicht mache ich das fürs nächste Mal. Da kann ich was machen, krieg mehr Schaden. Hier würde ich wahrscheinlich noch mehr Schaden kriegen. Nee, doch nicht, ist gleich. Dann lass uns... Das ist halt die Frage. Sollen wir das machen oder sollen wir weitergehen? Das könnte ich natürlich auch machen, aber es ist nicht mehr Schaden. Ne? Da sieht man 154 Schaden, aber die Klinge bleibt länger scharf. Und die hat halt einen größeren, die hat einen grünen Schärfegrad. Und hat Giftschaden, höre ich gerade hier. Wow, das ist natürlich auch nicht uninteressant. Ne? Ich glaube, ich entschließe mich tatsächlich für das hier. Oh, aber da fehlt mir ein Giftbeutel. Den brauche ich erst noch. Shit. Ja, aber das können wir ruhig später noch machen, ne? Weil das, da brauche ich ja die... Machen wir das hier. Wow, das kostet gleich 1000. Gut, liebe Leute, wir haben uns jetzt wieder ausgerüstet, beziehungsweise verbessert, haben besseres Schwert auch oder stärkeres Schwert jetzt. Und unser Palico hat ein bisschen was dazu bekommen. Und damit wollen wir uns auch erstmal besein lassen. Wir haben jetzt quasi zwei Monster gelegt, einmal den Ukulele und dann den Piku Piku. Und das ist ja schon mal ganz gut, ne? Wir sind auf gutem Weg hier bei Monster Hunter World und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann geht's weiter. Ich werde in der Zwischenzeit ein bisschen weiterspielen. Wahrscheinlich gebe ich nochmal so 2-3 Stunden rein. Vielleicht zocke ich auch mit ein paar Freunden zusammen. Dann gucken wir mal, wie weit wir sind und ob wir dann vielleicht auch schon eventuell in ein neues Gebiet kommen. Ciao.